Leute, ihr seid bei Melinas Vlog. Hallo! Da wir letzte Woche schon ein Video gedreht haben mit Parfüm und Kosmetik, leider ist das uns zu lang geworden, müssten wir es aufteilen. Deswegen versuchen wir weiter heute zu machen. Habt ihr das gesehen? Weiter heute. Komisch, ne? Also, auf jeden Fall. Das ist das Parfüm, was wir letzte Woche gemacht haben. Ja. Ich zeig nochmal hier so. Hier sind so Beschriftungen. Das machen wir auch am Ende. Aber erstmal müssen wir mal weiterkommen, ne? So. Was machen wir als nächstes? Wir machen. Machen wir Creme? Also hier stehen genau die Rezepte, wie man mischen muss. Das finde ich ja super toll. Ehrlich. Da muss man wirklich nur gucken, was man macht. Hier steht auch, was man dafür braucht und wie man das mischen muss. Deswegen. Ja, die Melina hat sich schon schlau gemacht hier, guck mal. Also wir brauchen. Bitte? Warte, bring mich nicht durcheinander. Also wir brauchen Blütendüfte oder Duftnote süß. Da wir Blütendüfte nehmen wir jetzt. Wir haben letztes Mal hier das geholt für dein Parfüm. Ne? Das haben wir für Parfüm genommen. Und das nehmen wir jetzt für die Creme. Was ist das denn? Das müssen wir gleich, das ist Farbstoff. Na, rote Farbstoff ist das. Also wir nehmen das hier. Dann brauchen wir Basis für Creme. Das ist das hier. Dann brauchen wir rote Farbstoff. Das hast du gefragt, was das ist. Das ist roter Farbstoff. Oh, das brauchen wir. Dann brauchen wir Cremetiegel. Nein, das ist hier der. Dann brauchen wir Pipette. Sag ich doch. Da ist schon einer am Liegen. Aber wir legen mal zwei, da wir zu zweit arbeiten. Dann brauchen wir 50 ml Messbecher. Das ist hier der. Ja. Und eine kleine Düschchen. Und 100 ml Messbecher Rührstab. Ne, 100 ml Messbecher, Entschuldigung. Und Rührstab. Was? Genau. Und einen Spatel brauchen wir. So, das alles haben wir heute jetzt, was wir für heutige Video brauchen. Ich hoffe, wenn es nicht zu lang wird, dass wir noch ein Video drehen können, weil es sind so viele Sachen, was man hier machen kann. Und ich hoffe, dass es funktioniert, dass wir eventuell heute zwei Sachen machen können. Wenn nicht, dann müssen wir noch mal schneiden und noch ein Video machen, weil ich denke mal, es würde euch doch schon interessieren, was man hier mit dem ganzen Paket machen kann. Das ist super tolles Ding. Und wir brauchen noch ein Wasser. So, ich guck mal, was, wie man dann hier mischen muss. So, da. So, wir müssen 10 Gramm Basis für Creme in den 50 ml Messbecher reintun. Wo sehen wir, wie viel? Da steht. Ja, für Dove. Hier sind die Milliliterzahl, die angegeben worden sind, ne? So, Melina, nimmst du? Wir brauchen als erstes Creme. Basis für Creme. Ja, die musst du bis 10 ml drücken, dass man 10 Gramm hat. Die haben das extra hier gemacht. Ja. So. Riecht das uns was? Boah, wir haben hier Düfte. Ich rieche schon gar nichts mehr. Neutrale Creme. Also ganz neutral. Warte mal, ich sehe nichts. Trau dich. So. 10 ml Creme. Dann haben wir, was haben wir noch? Dann haben wir Creme in Becher. Daher bis zu 10 ml Markierung machen, steht hier. Super schön geschrieben, also ist klasse. Gieße nun etwas
entmineraltes Wasser in den 100 ml Behälter und entnehme mit Hilfe der Pipette ungefähr 3 ml Papier, also ein Pipette voll. So, ich muss gerade gucken. Nur etwas entmineraltes Wasser in den 100 ml Becher. Ja, wie viel? 100 ml? Leere das Wasser in den Becher mit dem Basis für Creme, gut mit dem Rührstab. Aha. So. Und zwar müssen wir jetzt hier Wasser reinfügen und gucken, dass es gerade so flüssig ist. Wenn es zu flüssig ist, kann man immer noch von der Creme was dazugeben. Wenn es andersrum ist, zu dickflüssig ist, dann kann man immer noch was vom Wasser dazugeben. Also wir nehmen jetzt das, dann nehmen wir den Rührstapel und fügen hier Wasser zu. Die Pipette. Genau. Eine volle? Ja, kannst du mal machen. Wir gucken gleich, wie flüssig das sein wird. Weil wir müssen noch diese Duftstoffe und Farbkonsistenz noch dazu geben. Kannst du mir ganz kurz mal helfen? So. Aber nicht alles rein, ich muss erstmal mischen. So. Darf ich mischen? Ja, kannst du mischen. Kannst du dir noch was erzählen dazu? Das macht mir so Spaß. Mann, wie das aussieht. Ja, reicht. Solange Mama liest, ist das voll schön hier drin. Also wir müssen jetzt 5 Tropfen von den Blütendüfte machen. Auch in der Pipette. Ich glaube, da wird nichts draus. Ah, doch. Hier ist Wasser drin. Oh, die ist ja extrem parfümiert. Ich erkenne diesen Geruch. So, ist das leer? Ja. Also gibst du mir deine Creme bitte, was du jetzt gemischt hast. Hier. Und? Was stand da? 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Rest wieder zurück. Guckt. Weil wir brauchen das ja für andere Sachen. Will ich leer gehen. So. Okay. Oh. Das war so richtig, wirklich wie eine Creme, gell? Dann fügen wir so Farbstoffe dazu. So. Der. Riecht. So lecker, ne? Ja, geht so. Also ich sag mal. So, wie rot willst du es denn haben? Misch mal. Wow. Ja, passt. Wie Blut. So. Das war so. Weiß, aber jetzt ist es rot. So. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Creme noch dazu fügen. Ist doch ein bisschen flüssig geworden. Ich zeige euch mal die Konsistenz gleich nochmal. Fertig. So, jetzt. So. Schön vermischen. Also es war mal weiß, jetzt ist das rot. Rot. Wie Blut. Guck mal. Das tun wir jetzt in einen Behälter umlagern. So, ich muss hier grad, ist der genau, dann kannst du mit dem Spatel schön alles rausholen und da rein tun, ja? Mit diesem? Genau. Sieht so appetitlich aus. Soll ich machen? Ja.
Halt es nochmal fest und ich mach das. Nein, hier das festhalten, bitte. Besser auf, dann tropft es. So, Leute. Das ist die Creme. Also die ist schon bei uns flüssig geworden. Ich glaube, ich mische dann auch gleich ein bisschen Creme mit bei. Weil irgendwie... Dann müssen wir nochmal ein bisschen Wasser reinmachen. Nee, kein Wasser reinmachen, weil das ist zu flüssig geworden. Also mit der Creme haben wir, glaube ich, hier ein bisschen Mist gebaut. Hey. So. Alles schön rausholen. Guck mal, wie schön die aussieht. Ihr könnt das weiß lassen, aber ihr könnt das auch ja, mit Rot färben, weil da ist keine andere Farbe dabei. Schade, ne? So, das ist die Creme. Ich mische mal gerade ein bisschen hier. So sieht das aus. Ja, sehr schön. Aber irgendwie die Farbstoffe lassen. Na, guck mal. Das färbt ab. Also, wenn ihr euch die Hände eincremt, seid ihr rot. Weil wir haben so sieht die Creme aus. Ich kann man am besten sehen jetzt. Ich füge mal ein bisschen was bei, weil es ist irgendwie doch zu flüssig für eine Creme. So. Ach, Quatsch. Ja, jetzt. Milena, willst du probieren? Okay. So. Oh, riecht das toll. Mir färbt die nicht. Ich guck mal, was bei mir passiert. So sieht es aus. Guck. Ah, riecht toll. Pflege für die Hände. Nee, färbt doch. Nicht, ne? Naja, ich weiß jetzt nicht. Also, hier sind die Ränder rot. Aber da ist ein bisschen zu viel genommen. Und hier sind die ganz normal. Also, ich weiß nicht, bei Melina ist das... Ja doch, bei dir auch ein bisschen. Aber sonst... Na, riechen tut das toll. Also wenn man jetzt kein Farb dazu tut, dieses Farbmittel, denke ich mal, mit weißer Creme wird das super sein. Wenn man noch Düfte rein tut, wie man das haben möchte, schon schön. Also was haben wir heute für das gebraucht? So, wir haben ein Blütenduft dazu gemischt. Wir haben ein Basis für Creme gehabt, rote Farbstoffe, was ich ehrlich gesagt nicht so empfehle, weil wie gesagt die Hände färben richtig ab, also es ist, weiß ich, entweder wir haben übertrieben damit mit der Farbe, also dann Cremetiegel haben wir gebraucht, Pipette, dann haben wir, was haben wir noch hier gebraucht, Messbecher, ja. Und das hier haben wir noch Rührstab, genau, Rührstab und Spatel haben wir auch benutzt, ja. Der ist hier und Wasser, entmineraltes Wasser. So, das war's. Also ich muss erstmal alles sauber machen, bevor wir das nächste anfangen. Ja. Ne? Nächste Woche. Also, ich hoffe, euch hat das gefallen. Also ein super geiles Teil, muss ich ehrlich sagen, für Geschenke für die Kinder. Ja? Man kann so hier noch viel mehr, was man machen kann. Hier mit dem Teil kann man was machen. Also wenn ihr Interesse habt, schreibt uns, liked uns und drückt auf den Glocke und wir machen dann neue Videos mit dem Ganzen. Wir sagen euch tschüss. Tschüss, wie gesagt, abonniert uns.